Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, der erste Teil des 100 Abonnenten Specials, davon wird es ja drei geben und dieses Mal ist es der Teil mit den Fragen und Antworten. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen außer Puste, weil ich so schnell die Treppe hochgerannt bin. Und jetzt kommen wir gleich zur ersten Frage, die ist etwas kürzer, nämlich wie alt bist du? Und die Antwort ist noch kürzer als die Frage, ich bin 14 Jahre alt und ja, die nächste Frage, wie kamst du aufs Hobby, also wie ich zum Hobby gekommen bin? Das ist eine etwas längere Geschichte. Das beginnt im Kindergartenalter, da hatte ich einen Freund, der war Herr der Ringe-Fan und hatte, ja, im Kindergartenalter war der schon Herr der Ringe-Fan, das war wirklich so. Und sein Vater und er auch hatten haufenweise von den Herr der Ringe-Miniaturen vom Spiel dort und schon damals habe ich mich angefangen dafür zu interessieren, weil ich das irgendwie toll fand, richtig toll fand. Und da habe ich dann eben, mit dem war ich befreundet, und fand damals auch schon die Moria Goblins cool. Das sind sowas wie die Orks, also das sind Orks, allerdings auch, die sind auch grün im Gesicht, wie unsere Orks hier bei Warhammer. Und ja, die fand ich damals schon cool, deswegen finde ich es auch lustig, dass ich jetzt Orks spiele. Und irgendwann habe ich da mal von dem Vater von ihm so einen alten Flyer mitbekommen, so einen Weihnachtsflyer, wie er auch 2012 schon dabei war. Das war auch damals zur 4. Edition von Warhammer, da war die 4. gerade ganz neu und da gab es auch schon das Regelbuch gab es schon und eben ein paar Kodexe waren überarbeitet und ein paar nicht. Und dann auf der Rückseite war Warhammer. Anfänglich habe ich mich natürlich nur für den Herr der Ringe-Teil interessiert, weil damals kannte ich nur das und irgendwann fand ich dann Warhammer und Warhammer 40k besser und daraus entstand dann eben die Idee, dass ich das spielen muss. Und damals schon im Kindergarten wollte ich, dass Papa mir unbedingt so ein Ding da kauft und damit mir das spielt. Und damals wollte ich schon aufgrund der lustigen Form ihrer Helme die Tau haben und jetzt habe ich sie auch als Hauptarmee oder zumindest als Erstarmee bei Warhammer 40.000. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen lustig und ja, das war im weiteren Verlauf meines Lebens. Bis dahin hatte ich dann eben immer noch regelmäßig sozusagen Kontakt mit Warhammer, weil bin immer wieder drauf gestolpert. Fand's cool und dann nach einem Tag habe ich es wieder vergessen. Und jetzt vor ungefähr genau einem Jahr wollte ich dann unbedingt anfangen und habe dann gerechnet, wie lange ich noch Taschengeld warten muss, bis ich genügend Geld habe, um mir Sturm mit Vergeltung, hier Schlacht auf der Blutinsel zu kaufen. Da fand ich Warhammer wieder besser. Das wechselt bei mir immer. Mal Warhammer, mal 40k, mal nicht, mal wieder was anderes. Also hauptsächlich im Moment ist es Warhammer, weil ich ja da die neuen Orks und Goblins habe. Und dann wollte ich mir das kaufen. Ja, und dann ist es doch nicht dazu gekommen, weiß ich nicht, ist irgendwas dazwischen gekommen. Und dann nach den Sommerferien waren dann irgendwann Herbstferien. Und dort waren wir dann in einem Ort in der Nähe von Hameln und waren in Hameln. Und dort gab es einen Laden, der ist Timmy Spielwaren. Der steht auch im Walddorf hinten im Ladenverzeichnis drin. Und der hatte auch Games Workshop Waren dort. Die Sets habe ich mir dann dort angeguckt. Hab mir so ein Bild vom Preis verschafft. Habe es mir dann auch doch nicht was gekauft, weil meine Eltern hätte ich uns da Geld leihen können, aber darauf hatte ich dann keine Lust. Und dann habe ich nochmal überlegt, wollte ich doch hin und habe es sogar geschafft, meine Eltern zu überreden, dass sie mit mir am Freitag nochmal dorthin fahren, dass wir dort mal Shopping-Tour machen im Einkaufscenter, was daneben ist. Und ich bin gleich rausgerannt mit meinem Geld und habe mir dort mein erstes Set gekauft. Das war das Anmal-Set für 10 Nachtgoblins das war zu dem Schlacht auf dem Schädelpass. Das Set damals noch, deswegen war es auch ein bisschen reduziert, glaube ich. 24 Euro. Ja. Und ja, übrigens habe ich eine ganze Weile für die Entscheidung gebraucht, bis ich es dann hatte. Und ja, und dann ging es eben los. Flori hatte sehr schnell seine Waldelfen. Ich habe sehr schnell gelernt zu spielen. Und dann im März habe ich dann auch mit 40k angefangen. Und im März habe ich dann eben die Tau gekauft. Und einen Tag später, als ich schon ein paar angefangen habe, abends, habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen. Habe angefangen, Videos über meine Armee zu machen. Und die von euch, die ganz lange dabei sind, also mich ganz lange verfolgen und meine Videos anschauen, die
kennen die Videos. Wenn nicht, könnt ihr sie euch ja mal angucken. Die sind ganz unten in der Videoliste und wirken auch noch sehr improvisiert. So, jetzt haben wir 3 Minuten oder 4 Minuten vertrödelt für die eine Frage. Ist nicht so schlimm. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Wie soll ich meine Ultramarines-Armee sinnvoll erweitern? Ich habe 2 taktische Trupps, einen Razorback, einen Captain und einen Droppod. Irgendjemand hat geschrieben Terminatoren und Devastoren, weil die ordentlich Wumms machen. Ich spiele selber keine Space Marines, kann mir allerdings, weiß allerdings, weil mein Kumpel spielt Dark Angels, sei weiß ich eigentlich, was sie können. Und Terminatoren wären gar keine so schlechte Idee, kommt drauf an, was du lieber spielst. Ob du den Gegner außer Ferne platt machst, auf ihn drauf ballerst und hoffst, dass er nicht an dich rankommt. So spiele ich, weil ich ja Tau habe. Und mit meinen Orks spiele ich nicht ganz so oft, weil die noch nicht so groß sind. Und dann soll ich sie auf jeden Fall die Devastoren kaufen. Oder wenn du eben lieber in Nahkampf gehst oder einfach mal was da hast, was nicht so schnell kaputt gehst, dann am besten die Terminatoren, weil 2 plus Rüstungswurf geht nicht so schnell kaputt. Und meine Empfehlung wäre vielleicht, ich weiß nicht, ob ein Razorback, ich kenne mich da nicht so gut aus, Truppentransporter ist, aber wenn nicht, würde ich mir einfach mal für einen von den Trupps einen Rhino besorgen, weil dann kannst du es in eine gute Feuerposition bringen oder den Trupp dahinter stellen, dann kann der Gegner dich sehen und nicht abschießen. Und ja, so, jetzt zoome ich mal hier drüben bei meinem Handy, wo die ganzen Sachen drauf sind und guck mal nach der nächsten Frage. Die suche ich gerade mal. Frage, stell mal deine Orks vor. Ja, Orks und Goblins habe ich ja vorgestellt, also nehme ich mal an, dass meine Warhammer 40.000 Orks damit gemeint sind und dem Wunsch werde ich versuchen nachzukommen, wenn ich es nicht vergesse, aber auf jeden Fall hatte ich schon vor, ein paar Armeevorstellungen zu machen. Ein paar davon sieht man hier auch im Hintergrund, die stehen da, damit das Bild nicht so langweilig ist. Ja, und das werde ich vielleicht machen. Nächste Frage. Bin auch aus Berlin, also ich komme nicht zur Info, ich komme nicht direkt aus Berlin, ich bin in einem Ort unter Berlin, das kann man sich so vorstellen. Wenn Berlin hier ist, ist ja auch, wo ich wohne, da ist Ludwigsfelde, der ist da. Da ist sozusagen Ludwigsfelde, der Kackhaufen von Berlin. So ist das. Bei uns gibt es irgendwie überhaupt nichts. Man kann hier nicht ordentlich Skateboard fahren, das war hier nebenbei auch noch. Und hier gibt es auch nichts, wo man GW-Sachen kaufen kann. Außer natürlich eine Zeitung, den Red Dwarf, da beim Zeitungsladen, da geht das. Und sonst gibt es hier eigentlich gar nichts. So, die Frage: Kennst du den Uniplay Hobby Club? Die treffen sich fast jeden zweiten Sonntag Nähe Jakob Kaiserplatz. Eventuell machen wir da mal ein Spielchen. In Klammern uniplay.de. Ja, habe ich mir angeguckt. Klingt ganz interessant, weil so ein Hobbyclub wäre auch schon mal gerne reingegangen, aber sowas gibt es natürlich hier in Ludwigsfelde im Kackhaufen von Berlin nicht. Und an diesen Samstagen dort bin ich leider, ich habe mir die Events mal angeguckt, ich fahre jetzt morgen schon in Urlaub, Sachen sind schon gepackt und deswegen ist es ein bisschen schlechter gerade mit Spielen, aber auf jeden Fall wäre auch ganz lustig, gegen irgendeinen Abonnenten ein Spiel zu machen. Ja. So, die nächsten Fragen, da sind gleich mal 3. In welchem Bundesland wohnst du? Ja, wenn ich unter Berlin wohne, wird das wohl Brandenburg sein, genau gesagt Teltow-Fläming. Dort ist sie. Und ja, so. Werden noch weitere Videos zu deinem Slan-Projekt kommen? Ja, da versuche ich noch weitere Videos zu machen. Wie gesagt, ich bin ja immer so ein Kollege. Ich fahre immer auf eine Armee gerade ganz doll ab und das sind im Moment bei Warhammer Fantasy die Orks und Goblins und bei Warhammer 40.000 die Tau. Und ja, wenn ich dann wieder auf die Slan komme, als nächstes werde ich wahrscheinlich den Flieger basteln, der links drin ist. Und was hast du gemacht, bevor du Tabletop-Videos gemacht hast? Querbeet, ich bin so ein Kollege, der wirklich alles macht. Also früher habe ich Yu-Gi-Oh!-Karten sau doll gesammelt, fand die sau cool. Wie gesagt, Tabletop war ja immer noch im Hintergrund immer mal dabei. Hab auch zwischendurch versucht, irgendwas anderes zu machen. Zum Beispiel habe ich versucht, einen Ersatz zu Tabletop zu machen, weil der Vater von meinem Kumpel, der die Herr der Ringe-Figuren hatte, hat mir mal, Moment, ich sehe es gerade im Hintergrund, mal so eine napoleonischen Figuren gegeben. Davon sind jetzt nur noch Bruchteile übrig, wie zum Beispiel dieses Pferd hier und der Rest, der liegt angemalt, wurde bemerkt, in meiner Schublade. Ich suche gerade noch schnell einen Reiter raus, dann kann ich euch das mal zeigen. Ich glaube, Reiter finde ich jetzt erstmal nicht. Doch, hier ist so ein
Reiter, so wie sehen die aus. So ein Kollegen. Ja. Und da habe ich dann versucht, ein eigenes System zu machen, habe aber überhaupt nichts gefunden. Und deswegen bin ich dann zum Schluss doch zu Warhammer Fantasy gegangen. So. Ja, und davor habe ich eben mich im Skateboard gefahren, bin auch Fingerboard gefahren, also die Variante für die Finger. Und ja, im Moment mache ich noch was anderes. Da gibt es nachher noch eine Frage, was ich nebenbei mache. Und das erzähle ich dann noch. So. Noch eine Frage vom Chef Oberboss persönlich. Spielen deine Eltern manchmal auch mit Warhammer? Nein, meine Eltern spielen nicht mit Warhammer, leider. Das wäre schon ganz lustig, so Eltern zu haben, die da mitmachen, aber meine Eltern unterstützen das eher nicht. Und sind dort auch so ein bisschen kneisterig, weil man da so viel Geld ausgibt. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort kneisterig überhaupt gibt. Ja, allerdings, mich interessiert, habe ich aus der Bibliothek letztens ein Risikospiel ausgeliehen. Da habe ich meine Mutter letztens voll fertig gemacht, weil sie hatte dann nach einer Weile keine Lust mehr und dann was weggeräumt. Allerdings hatte ich da dann schon Südamerika. Nee, zu dem Zeitpunkt hatte ich Europa, Südamerika, Afrika und Australien komplett erobert. Australien hatte ich von Anfang an, aber egal. So, Frage: Was machst du in deiner Zeit, in deiner Freizeit, außer Warhammer spielen und als Special wäre, würde mir ein Battle Report ganz gut gefallen. Ja, Battle Report gucke ich, wenn Lennart wieder da ist, dass wir da mal Fantasy mal wieder spielen können. Das haben wir ja schon ewig lang nicht mehr gemacht. So, was mache ich in meiner Freizeit? Ja, zurzeit mache ich in meiner Freizeit eigentlich nichts außer Warhammer und im Pool springen, weil es draußen tierisch warm ist bei uns. Und sonst mache ich noch was, das nennt sich Geocaching. Wer von euch kennt das, kann man mal in die Kommentare schreiben. Das ist, muss man sich vorstellen, wie überall auf der ganzen Welt haben Leute an irgendwelchen Orten eine Plastikbox drin versteckt. Da drin ist ein Logbuch, das kann ein Stift, das kann ein Zettelblock sein, allerdings auch ein richtiges Buch. Und eben irgendwelche Krimskrams-Gegenstände, das kann man dann gegen andere gleichwertige Gegenstände eintauschen, das ist eher nebenverdächtig und nebensächlich. Und die haben sie auf einer Website mit dem registriert, mit dem Standort, und den kann man per GPS abrufen. Wenn man ein GPS-Gerät hat, kann man den dort eingeben, die Koordinaten, oder man holt sich die App fürs Smartphone. Der ist C-Doppelpunkt-Geo, nicht die Geocaching-App nehmen, wenn ihr das machen wollt. Die kostet nämlich 8,99 und dann holt über die C-Geo-App und macht den Rest über die Website. So, und da kann man sich dort anmelden, ist vollkommen kostenlos, jeder kann Caches verstecken, jeder kann losgehen und die suchen, dann geht man dorthin, sucht die, trägt sich dort ein. Und ja, die sind immer relativ kreativ versteckt, und ich habe auch gemerkt, hier in Ludwigshell sind auch relativ viele versteckt, weil hier nun mal auch ein paar wohnen, die es machen. Und dort bin ich vorbei, da bin ich habe ich welche gesucht, und die waren an Orten, wo ich sie wirklich niemals wo ich niemals gedacht hatte, dass dort welche sind. Das finde ich richtig lustig. Hier ist ja einer, voll cool, immer dran vorbeigelatscht. Und ja, das mache ich eben noch in der Freizeit. So. Glückwunsch, und wieder die Frage: Wie alt bist du? Ich bin 14 Jahre alt. Wie heißt du? Ich heiße Tobi. Und wo wohnst du? Ich wohne in Ludwigsfelde. Was machst du? Ich mache gerade ein Video. So, und jetzt noch die letzte Frage: Hast du Geschwister, in Klammern? Wie alt? Und magst du Necrons? Und zeig dein Gesicht mal. Ja, kommen wir erstmal zu den Fragen. Ja, ich habe Geschwister, und zwar zwei an der Zahl, ein Junge und ein Mädchen, ein Bruder und eine Schwester, und beide sind kleiner als ich. Ja, für Leute, denen das auch so geht, die wissen, dass ich hier teilweise an manchen Tagen in der Hölle lebe. Mein Bruder, der ist jetzt 12 geworden, und meine Schwester, die ist jetzt gerade 10. Ich kann mir das immer nie so gut merken, auch wenn es komisch klingt. Ich kann mir das Alter meiner Geschwister nicht merken. Und ja, so, dann auch zur Frage: Zeig dein Gesicht mal. Ich habe lange drüber nachgedacht, aber ich habe entschieden, mein Gesicht im Internet nicht zu zeigen, so hier in den Videos. Ja, das hat halt mit der Anonymität zu tun und so. Und auf der Straße erkannt werden, wäre ich wahrscheinlich sowieso nicht von einem von euch, weil das ist ja dann auch egal, wenn dann wahrscheinlich eher in Games Workshop, weil ich dann mit dem Slan-Codex spiele oder irgendwie sowas. Das wäre zwar schon ganz lustig. Und ja, aber ich habe entschieden, das werde ich eher nicht machen, weil
weil es eben so ist. So. Ja, so, das war's erstmal zu diesem Video. 15 Minuten sehe ich jetzt, ist die Aufnahme schon lang, das ist ganz schön lang, das wird eine Weile dauern, das hochzuladen. Hoffentlich ist das morgen schon fertig. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen auf jeden Fall. Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, wir sehen uns dann wieder zu den Einkaufsbummel-Videos, die dann, ich habe es geschafft, dass ihr die dann sozusagen, die sind schon hochgeladen, die werden dann freigeschalten an bestimmten Tagen innerhalb von den 2 Wochen, an denen ich weg bin. Und am 26.07. komme ich dann wieder. Das heißt, dann ein paar Tage später gibt es ja auch wieder den nächsten Wochenrückblick. Und dann gibt es natürlich auch noch die beiden anderen 100 Abonnenten-Specials. Ich werde wahrscheinlich als erstes das Gewinnspiel machen und dann den Battle Report, weil ich ja, wie gesagt, mal Fantasy machen möchte. Und da muss ich mich gedulden, bis Lennart wieder da ist oder Flo, mach mal seine Waldelfen mal wieder, mal gucken. So, und ich jetzt noch lange um den heißen Brei laber, sage ich jetzt erstmal schön auf Wiedersehen und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Tschüssi, wieder. Tschüssi.